So, hallo. Diesmal vielleicht dann auch ohne Aufnahme-Fail, wenn ich richtig pausiere und nicht die Aufnahme beende. Wir machen weiter bei Fortnite. Was? Oh, jetzt kann man das hier. Okay, I see. Jetzt kann man das hier nochmal ändern, zusätzlich scheinbar. Also hier jetzt. Was? Ah ja. Also hier wählt man jetzt nur noch das Spiel selbst. Gab nämlich gerade ein 180 MB Update. Also irgendwas passiert ständig. So, das Spiel wird ununterbrochen weiterentwickelt. Ist auch cool so, keine Frage. So. Ich wollte jetzt jedenfalls, bevor wir loslegen, erstmal kurz gucken, was wir alles zu tun haben noch. Bei Indiana Jones gibt es nämlich aktuell nur noch durchsuche Truhen bei Shifty Shafts. Wir müssen auf jeden Fall zu Shifty Shafts. So, da fehlen einfach noch drei Truhen. Die sind ja überall da. So, ich muss aber halt hin. Und mehr gibt es hier aktuell nicht. Deswegen, ich muss erst das machen, dass hier weitergeht. Also auf jeden Fall dahin. Egal, wo der Bus hinfährt, wir gehen auf jeden Fall dahin. So, dann täglich ist nicht so wichtig, aber wir können kurz gucken. Hier einen Gegner eliminieren, könnte irgendwie klappen. Theoretisch vielleicht, eventuell. Sprinten, also einfach sprinten, sprinten, sprinten. Kriegen wir hin. 10 Sekunden, okay. 10 Sekunden Gras suchen, kriegen wir auch hin. Easy. Gut. So, also nichts, worauf wir jetzt unbedingt achten müssen. Das macht man automatisch mit. Dann wöchentlich. Da hätten wir jetzt noch die Luftschiffe. Dann hier ein Saatkorn setzen. Da brauche ich halt erst das Saatkorn und dann dahin. Also das ist jetzt nichts, was unbedingt jetzt sofort sein muss. Die Purzelbäume mit dem Sägeblatt-Ding. Ja, das ist nicht so. Oh, Woche 6 ist schon offen. Okay. Können wir gleich lesen, was wir da machen muss. Die Taschenfestung, die ist noch offen. DMR von oben. Riesenpilz mit Sägeblatt. Ja, der Sägeblattwerfer, das ist irgendwann mal, wenn ich ihn hab. Brich Realitätssaatkapseln auf. Okay, wenn ich die sehe, zack, aufmachen. Drei Stück, fertig. Erziele Kopfschüsse mit dem Hammersturmgewehr aus mindestens 40 Metern Entfernung. Okay, alles klar. Also auch theoretisch was, was mit der Zeit passieren könnte. Ich muss halt nur darauf achten, Hammer-Sturmgewehr öfter mal zu wählen. Füge Gegnern Schaden mit mindestens seltenen Sturmgewehren zu. Was weiß denn ich, was. Ach so, ja, doch, selten, klar, ist wegen der Kategorie mit den Farben. Also blau ist, glaube ich. Blau ist selten, glaube ich, oder so, ist egal. So. Kann auch grün schon sein, ist egal. Jedenfalls Sturmgewehre selten. Okay. Mit einem Greifhandschuh nach einer Seilrutsche, während du in der Luft bist. Okay, also einfach irgendwann einen Greifhandschuh und eine Seilrutsche benutzen. Okay. Mach mal. Exotische Waffe bei einem Charakter kaufen. Ah, okay, das sind spezielle. Gut. Gut. Dann einen Kugler, eine Seilrutsche und einen Geysir im Verlauf eines Matches. Alle drei. Der Punkt ist aber, Kugler, Seilrutsche, Geysir, das ist alles relativ nah, das ist alles so hier die Ecke. Das sollte hinzukriegen sein. Pflücke eine legendäre oder mythische Frucht von einem Realitätssetzling. Okay, also sind jetzt nicht so spannende Woche 6 Aufträge, muss ich gestehen. Ich verfolge auf, also das ist mir im Moment das Wichtigste. So, hier, zack, und los geht's. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich diesmal richtig mache. Ich pausiere jetzt. Und wenn ich pausiert habe, starte ich wieder. Und ich gucke drauf, ob da unten ein roter Kreis ist und nicht die Aufnahme beendet wurde. So, Hilfe, jetzt sehe ich OBS. Ich sehe OBS nicht mehr. Wait, wo ist mein OBS hin? OBS? Okay, OBS lebt. OBS lebt. So, das ist schon mal gut. Was auch gut ist, ist unser Weg. Wir kommen genau dahin, wo wir wollen. Problem ist nur dadurch, dass wir da genau vorbeifahren, werden wir nicht die Einzigen sein, die da aussteigen. Aber hey. Drei Truhen. Let's go. Drei Truhen. Mehr braucht man nicht. Drei Truhen. Bevor wir tot sind. Drei Truhen. Da kommt der nächste. Ja, hier werden jetzt mehrere landen. Das ist das Problem. Hier werden jetzt sogar sehr viele landen. Das ist das große Problem. Meistens sind im LKW eine Truhe drin.
So viel zur Truhe im LKW. Okay, gleich mal hier irgendwo runter. Irgendwo Waffen herholen. Sind zwar noch alles sehr leichte Waffen, aber ist erstmal wurscht. Oh, ich muss hier wieder raus. Oh, scheiße. Wer will das Lama? Oh, Bruder. So. Ja, komm her. Hihi. Saufkanone, was ist das denn? Das Lama die ganzen Sachen hier gedroppt? Wahrscheinlich, ne? Müsste eigentlich. Wo ist meine grüne Waffe? Wait, what the fuck? Gib mir meine grüne Waffe wieder. So. Ach, das ist die, wo man sich heilen kann mit, ne? Wo man sozusagen hier... Ja gut, das habe ich jetzt... Das trifft jetzt nicht. Ich dachte, das kommt wieder. Und wenn man so auf den Boden schießt, dann heilt man sich damit. Ach, warte, somit kann ich mich jetzt ja aufladen. Zack. Perfekt genutzt. So macht man das. Und du kommst jetzt wieder mit. Wow, hallo Leg. Okay, jetzt passt wieder alles. So, wir wollen noch ein paar Truhen finden, habe ich gehört. Komm her. Dafür habe ich vor allem viel Munition, kann man mitnehmen. So, wir sind auch im Gebiet, das ist gut. Da ist eine Truhe. Nummer 2. Sehr schön. Wir brauchen nur noch eine Truhe für den Indiana Jones Kollegen. Missionsdings. Ich hab die falsche Waffe. Ich dachte, ich hab die. Ups, ich hab die falsche Waffe gehabt. Ach, scheiße. Oh, der war frech. Okay. Na gut. Ja, das waren dann 4 von 5 Truhen. Jetzt fehlt noch eine. So ein Käse. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So. Jetzt geht's auch wieder richtig weiter. Der Kreis ist rot, wir nehmen also weiter. Yo, Bus. Hallo? Okay, die Kamera. Perspektive ist gerade interessant. Da vorne ist der Bus. Wo ist denn das Ding, wo ich hin will? Ich kenne mich gerade gar nicht aus, ne? Ist das nicht da hinten? Das ist... Hä? Wo ist denn das? Ich steige jetzt einfach mal aus. Ist das nicht... Ist das nicht da drüben irgendwo? Bin ich jetzt ganz dumm? Nee, da... nee, hä? Irgendwo da drüben? Ich war doch... Ich war da... Hä? Ich bin gerade... Ich bin gerade massiv verwirrt. Hä, in welche Richtung ist jetzt Schiff? Die Chefs? Ist das nicht da irgendwo? Doch, hier, ich bin ja vollkommen richtig. Alles gut, ich bin vollkommen richtig. Alles gut, ich bin komplett richtig. So, genau, wir müssen sprinten. Das habe ich ganz vergessen vorhin. Einfach mal die ganze Zeit immer sprinten. Immer sprinten drücken, so. Und dann noch eine Truhe öffnen. Und dann geht es bei den James Bond, ja genau, James Bond. Bei den Indiana Jones Missionen weiter.
So. Okay, kriege ich jetzt auch gesehen, zeige ich... Kann ich mir die gleich anzeigen lassen, die neuen Missionen jetzt hier? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal normal spielen. Okay, aber ich glaube, wir haben das Outfit Indiana Jones jetzt freigespielt, ne? Das heißt, wir können jetzt ab und zu mal wie der Typ aussehen. Juhu. Also, die eigentliche Belohnung interessiert mich ja gar nicht. Ich will sie einfach nur abschließen. Irgendwie auch bescheuert, aber es macht nichts. Was ist das da oben eigentlich für ein X-Symbol? So, als gäbe es keine Verbindung für irgendwas. Aber was heißt das? X. Habe ich noch nie gesehen. Jetzt ist es rot. Jetzt blinkt es rot. Willst du mir irgendwas mitteilen, liebes Symbol? Ist das eine... Ah, da ist wieder so ein Sägeding. Okay, finden wir jetzt zufällig so einen Purzelbaum? Wir sind doch hier in der Nähe von den ganzen Bäumen. Okay, der hatte kein Interesse an mir. Das kann ich komplett verstehen. Ich habe auch kein Interesse an mir. Aber wenn er kein Interesse hat... Vielleicht sollte ich dann... mein Interesse bekunden. Jetzt ist er weg. Okay. Da ist ein Sturmgewehr. Damit sollen wir ja Dings machen. Ist das jetzt selten, wenn es grün ist? Ungewöhnlich. Nein, selten ist blau, ne? Selten ist blau erst. Oh, wir haben hier Dings. Habe ich gar nicht gesehen. Flop. Flop. So. Okay, finden wir einen Purzelbaum, ist die Frage. Das sind irgendwie diese Bäume, die man so abschlagen kann, ne? Ich glaube, das sind die Purzelbäume. Ist das hier einer? Warte mal. Bist du ein Purzelbaum? Du bist ein Purzelbaum. Okay, die ganzen Hellen sind alle Purzelbäume. Ja, let's go. Dann machen wir jetzt diese eine alberne Sägemission schon mal. Dann ist die weg. Zack. Dann hier noch. Das trifft. Das ist ja voll nice. So, Nummer 4. Und da hinten ist Nummer 5. Dann ist das weg. Sehr, sehr gut. Gott. Haben wir das geklärt. So, hat mich zwar jetzt nicht meine Mission weitergebracht, aber wir haben es geklärt. Komme ich zu den Riesen... Ich käme sogar zu den Riesenpilzen. Wie viele Riesenpilze muss ich absäbeln? Wie viele Riesenpilze muss ich absäbeln? 8. Ich habe nur noch 7 Schuss. Na, das ist doof. Das ist doof. Nee, das dann nicht so. Das dann jetzt nicht so. Okay, dann gehen wir nochmal zu Shifty Chefs und tun uns ein bisschen aufrüsten. Mal ein Dings aufnehmen hier, zack. Vielleicht finden wir zufällig jemanden. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Munition auf jeden Fall gut. Greifhandschuh. Den ersetzen wir mal hier durch. Nein, also ja, doch, so rum passt's. Weil vielleicht finden wir noch die Geschichte mit dem, mit der Seilschnur. Das wäre auch noch nicht schlecht. Was habe ich jetzt da? Aufladbare Maschine. Ach, das ist die, okay. Oh, du bist wichtig. Ich gönne ich mir gleich mal. Schlups. So, dann hierher. Hört. Ah, wir haben die jetzt zweimal, sehe ich gerade. Das brauchen wir natürlich nicht. Eine davon kann weg. So. Gut. Oh, da ist noch eine Kiste. Okay. 2 Schuss Schrotflinte können wir ersetzen mit der automatischen. No. Ich glaube, die ist besser. Bin mir aber nicht sicher. Bin ja kein Profi. Okay.
Wenn ich jetzt noch so ein Zelt finden würde, wäre das cool, weil dann könnten wir die Mission auch wieder noch versuchen abzuschließen. Da unten ist nochmal die andere Kiste, die wir schauen mal auch. Ah, gucke mal. Hammersturmgewehr, das ist das, mit dem ich die Mission machen muss. Dich nehme ich mal mit, mein Freund. Ranger-Sturmgewehr. Können wir noch ersetzen. Dann haben wir jetzt nämlich die seltene. Also, sowohl als auch. Das wäre jetzt für beide Missionen schon ganz sinnvoll. DMR kann man auch noch mitnehmen. Das wäre für die Mission, mit dem von oben Schüsse machen. Also, wir könnten jetzt, wenn ich das gut angehe, könnten wir jetzt einige Missionen erledigen. Ich muss es aber gut angehen. Oh, da wäre so eine... Okay, war nur so jemand. Da wäre so eine Schnur. Ich dachte, so ein Teil soll ich anspringen. Das ist scheinbar doch nicht das, was ich dachte. Das hat nicht funktioniert. Ah, ich muss noch sprinten. Ich habe Sprinten vergessen schon wieder. So, sind wir jetzt genug gesprintet? Scheinbar nicht. Oh, da drüben ist einer. Zählt das als mit der DMR von oben Schaden machen? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Schade. War nicht weit oben, war nicht von oben genug wahrscheinlich. Okay. Dann nehme ich jetzt die Waffe, weil ich das mit dem seltenen Sturmgewehr machen soll. Wo ist der Dude hin? Oh, der ist gar nicht... Oh, der ist einfach weg. Na gut. Na gut, dann holen wir uns ein bisschen Munition. Alles hier chillig. Southpack. Dann ersetzen wir mal die Waffe. Sehe ich hier jemanden? Das wäre voll gut. Oh, das wäre voll gut, wenn ich die treffen würde. Weil das zählt jetzt definitiv als von oben. Dafür müssen die mal stehen bleiben. Nice. Ja, das hat gezählt. Ich brauche nur noch einen Schuss. Einen Zuschuss brauche ich nur noch. Ja. War das genug? Ja, es war genug. Wir haben die Mission. Sehr geil. Okay, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, mein Freund. Nice. Und das war schön Schaden mit mindestens seltenen Sturmgewehren. Gut. Allerdings brauchen wir da 1000, also das dauert noch ein bisschen, bis das voll ist. Uah. Wo kam der Schuss her? Was ist denn mit dir los? Das ist doch kein Gegner. Hä? Das ist doch so ein Bot-Ding. Okay, keine Ahnung. Problem ist, ich muss hier weg. Ist hier irgendwo ein Boot? Yes, Abflug. Ciao. Ja, keine Zeit jetzt für euch. Ich muss in die Zone. Ach, das wäre das Kopf. Das war kein Bot, das war das Kopfgeld. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel, das war das Kopfgeld. Oh, wie blöd bin ich. Deswegen war dann Ausrufezeichen. Ich dachte so, manchmal kommen ja auch bald diesen Bots, wenn man die versehentlich anschießt, so Ausrufezeichen. Ah, ich bin dumm. Das war mein Kopfgeld. Nein.
Ah, das war ja dämlich. Ah, das war ja richtig dämlich jetzt, ne? So, mit dem Hammersturmgewehr soll ich Kopfschüsse machen oder so war das, ne? Yo. Das ersetzen wir mal so. Okay. Wo muss ich dann hin als nächstes? Ah, okay. Wir sind dabei. Wo schießen die? Drüben ist irgendwas. Irgendwas geht da drüben ab. Irgendwas in der Richtung. Richtig schlecht, was ich hier da fabriziere. Aber hey, 3 Kopfschüsse schon erwischt. Nice. 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 Epischer Vogel. Bleib hier, epischer Vogel. Nein, die Zone kommt. Oh, ist das frech. Jetzt liegt. Oh nein, ich krieg das Zeug nicht. Scheibenhonig. Okay, so. Nein, so. So. Oh mein Gott. Ja, komm, scheiß drauf. Wir laufen weiter. Ah, so ein Käse. Okay, ich habe aber, wenn ich Glück habe, finde ich hier Fahrzeuge noch. Womit ich hier ganz schnell wegkommen könnte. Sonst wird es ein bisschen kritisch. Die hier, das wäre jetzt so für das Sägeblatt, ne? Diese Riesenpilze abzusäbeln. Da muss man halt hierher mit so einem Sägeding kommen. Oder man findet hier so ein Sägeding. Das kann natürlich auch gehen. Wäre ja auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. So. Okay, wir sind hier. Oh, das ist noch mehr episches Zeug. Striker Pumpgun. Okay, das ersetzen wir mal. Wir setzen mal die DMR, weil die Mission für die DMR brauchen wir gerade eh nicht mehr. Ich würde sagen, jetzt geht es eher wirklich um... Ach ja, 10 Sekunden im Gras verstecken. Ist das hohes Gras? Sind 10 Sekunden rum? Man weiß es nicht so genau. Wäre ich in der Nähe so ein Ort, wo ich das Realitätssatkorn setzen müsste? Nein, das wäre woanders. Okay, aber hier wäre eins. Aber ist jetzt egal. Oh shit. Vorsichtig. Gegner scheint in der Nähe zu sein. Da hinten lief einer. Das denn? Aufladen. Ach, das ist dieses Ding. Okay, kann ich an den Greifhang jetzt hier ran? War das die Mission, die man machen sollte? Irgendwie nicht, ne? Nee, da hänge ich mich jetzt da ran. Aber nicht an die Seilrutsche. Keine Ahnung, wie das mit der Seilrutsche gedacht ist. Ist jetzt auch erstmal wurscht, dass jetzt wirklich nicht, worum es gehen sollte. Aber ist jetzt auch interessant, dass das jetzt hier so ist, weil da könnte man sich jetzt wirklich teilweise sehr gut verstecken. Na?
vor den Gegnern. Um die dann richtig böse zu überraschen. Aber es geht halt auch umgekehrt. Das geht halt leider auch umgekehrt. Da kommt den Greifhaken nehmen wir jetzt mal nicht mehr mit. Der würde uns nur aufhalten. Was ist hier eigentlich? Level up! Okay. Hier ist nichts. Ah, ja, doch, hier ist eine Kiste. Nein! Nein! Das war der letzte? Das war der letzte? What? Das habe ich gar nicht realisiert. Das habe ich gar nicht realisiert. Das war der letzte. Ja, moin. Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal ins Menü zurück und gucken, was neue Indiana Jones Aufträge sind. Da müssen wir jetzt erstmal ins Menü zurück. Das war einfach der letzte gerade. Sick. Vorhin, als ich hingeguckt habe, waren es irgendwie so 9. Jetzt war einfach der letzte. Okay. Habe ich auf neu gedrückt? Nein, ich... Okay, wir können auch, während die Mission lädt, können wir auch gucken, was die Aufträge sind. Wir müssen nicht ins Hauptmenü zurück, das ist richtig. Wir müssen nicht zwingend ins Hauptmenü zurück. Oh, das war auftragstechnisch und sogar gewinntechnisch eine erfolgreiche Runde. I like. Oh, guck mal, jetzt habe ich hier diese Dinger. Also. Neue Missionen. Finde die Geheimtür hinter der Hauptkammer. Den Shuffle Schweins. Okay. Das klingt interessant. Verstaue einen mythischen oder exotischen Gegenstand in einem Zelt. Okay. Was auch immer das bedeutet. Sorge dafür, dass Rollbrocken im Verlauf eines Matches 100 Meter weit rollen. Okay, muss ich halt Rollbrocken finden. Das, was jetzt eingezeichnet ist, sind keine Rollbrocken. Das ist irgendwas anderes. Die sind ja überall, die Rollbrocken. Beende ein Match unter den letzten 5. Ja gut, das hätten wir gerade gehabt. Danke, dass das jetzt noch nicht zählt. Und Schaden mit Pistolen. 750 Pistolenschaden. Okay. Gut. Wir wollen die Geheimtür finden. Wo war das? Da drüben. Okay, dann kann ich hier schon raus. Erstmal Geheimtür finden. Alles Schritt für Schritt. Du hast eine Siegeskrone, gewinne das Match mit dir um einen königlichen epischen Sieg. Ja, haben wir auch schon mal gehabt. Hatten wir auch schon mal einen königlichen epischen Sieg. Das wäre gar nicht mal so neu. Okay, starten wir wieder bei der Tankstelle. Wir starten wieder bei einer Tankstelle scheinbar. Okay. Das ist in Ordnung. Und dann müssen wir darüber. Aber erstmal ein bisschen ausrüsten. Ja, das ist schon sinnvoll. Problem ist, er hier. Oh oh. Das könnte natürlich jetzt gleich ganz schief gehen. Wenn die hier auch landen. Deswegen schnell Waffen holen. Okay, haben wir mit der Person da drin schon mal gesprochen? Die können wir auch gleich mitnehmen, falls wir das noch nicht getan haben sollten. Ja, wir haben noch nicht mit Panther gesprochen. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Da ist so ein... Oh, da ist so ein Dings. Finde ich gut. So eine... Wo man die Mission mitmachen muss. Weißt schon, was ich meine. Kasse plündern. Immer gut.
Missionskiste, sag ich schon. Munitionskiste. Wichtig. Nein! Ich wollte den Pilz einsetzen. Komme ich jetzt hier überhaupt raus? Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen. Schade, dann hat sich die Mission mit dem Ding schon wieder erledigt, mit der Dings. Hier, weißt du schon. Aber egal. Eigentlich bin ich deswegen ja auch nicht hier gewesen. Trotzdem dumm. Trotzdem richtig dumm. Ach, ich wollte den Pilz einsetzen. Okay, das nehme ich mit. So. Ich höre da doch eine Kiste. Wo ist die denn? Ah, Kasse erstmal plündern. So. Hier ist die Kiste. Okay, dann nehmen wir lieber das South Pack mit, statt dem Kollegen. Und statt der Waffe die natürlich. So. Okay. Dann gehen wir jetzt aber erstmal zu meinem blauen Streifendings. Wo ist der? Hä? Wieso verschwinden manchmal die Markierungen? Was mache ich denn falsch? Check das immer nicht. Hoppala. Oh, ich muss mich auch noch 10 Sekunden in hohem Gras verstecken. Das gerade hat ja nicht als hohes Gras gegolten. Was auch immer das ist, hohes Gras. Scheinbar war das mehr so ein Busch, was ich da, wo ich mich versteckt habe. Aber ist okay. So, hier soll ich jetzt irgendwo eine geheime Tür finden. Tschüss. Oh, wir können gleich mal so ein Ding öffnen. Es gibt auch Missionen. Nämlich 1 von 3. Da fahren jetzt auch so Saatkörner runter. Ist hier ein Ort, wo ich die pflanzen könnte? Ne, ist hier da drüben, ne? Ja, das ist woanders, okay. Okay, ist woanders, ist jetzt erstmal wurscht dann. Können wir erstmal ignorieren. Wo soll ich jetzt hier eine geheime Tür finden? Ich habe noch 3 Minuten Zeit dafür. Bis dann haben wir die geheime Tür gefunden. Brauche ich die Mission mit dem Hammersturmgewehr jetzt noch? Ah, falsche Taste. Brauche ich die Mission mit dem Hammersturmgewehr jetzt eigentlich noch? Ja, das war die Kopfschussmission. Okay, also lasse ich das mal ausgerüstet und versuche Kopfschüsse zu machen. Sägeblattwerfer, wir haben gerade keinen Pilz hier. Brauche ich jetzt nicht. Okay, suchen wir mal die geheime Tür. Das ist die ja gar nicht so schwer zu finden. Bombs. Nicht Mission, Munition. Da unten läuft einer. Oder oben. Oder da hinten. Ich halte mich lieber mal raus erstmal. Ich würde sagen, die geheime Tür ist irgendwo unten. Wäre so meine Vermutung. Ist das Gras? Deutet das 10 Sekunden Verstecken in Gras? Also das ist ein Busch. Das kann ich als hohes Gras zählen, oder? Das wäre weird. Oh, was ist denn hier? Drehen? What? Was ist deine Mission? Hallo? Gar keine Mission, okay. Scheinbar keine Waffe dabei gehabt. Nein, Hilfe! Ich kam aus der... Ja, ich kam aus dem Ding nicht raus.
Sheesh. Übertreibt halt. Oh, was denn? Oh Gott, der war, okay, der war gut. Da war eine epische Waffe, aber ich kam nicht mehr ran. Puh! Okay, irgendwas muss man hier unten mit den Dingern da machen oder so. Aber was? Ist das da unten? Hat das mit der geheimen Tür zu tun? Maybe? Könnte sein. Könnte wirklich sein, dass das damit zu tun hat. Okay, ja, dann würde ich aber sagen, gucken wir uns das im nächsten Part an. Ich denke, für den Part reicht's. Danke fürs Zuschauen und tschüss.